Und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Also genau, dann erstmal fange ich einfach gleich mal an. Also ich freue mich erstmal, dass ihr alle da seid. Auch die Zuschauer, die da sind. Und die anderen, die noch kommen werden hoffentlich. Die gerade in der Pause noch eine rauchen sind. Heute sitze ich hier beim Bildrausch-Festival, beim 5., wo verschiedene Kurzfilme gezeigt werden im Movimento Kino Berlin. Und habe mir ein paar Gäste eingeladen, um über Film zu reden, wie immer. Und in dem Fall halt über die Vermarktung oder die Distribution von Filmen, die halt im Festival liefen, in dem Fall eher Kurzfilme, und wie wir die halt oder welche Möglichkeiten es gibt, diese nachträglich ja, zu vertreiben oder an den Mann zu bringen. Weil es ist ja oft sehr schade, dass Filme halt dann nur in dem Festivallauf sind, vielleicht auch gute Preise kriegen oder gewinnen und danach halt einfach, ja, einfach im Sande verlaufen, finde, also ist meine Meinung zumindest. Und mein Wunsch wäre da schon, dass man da vielleicht irgendwie gucken könnte, welche Möglichkeiten es gibt. Es ist recht in unserer schnelllebigen Zeit, wie ich finde. Also viele Leute haben gar keine Zeit, jeden Tag irgendwie 2 Stunden einen Film zu schauen oder jetzt heutzutage sogar noch meistens noch länger. Und warum nicht Kurzfilme schauen, die gut sind, auch so schon zusammengepackt sind, die Message genauso rübertragen können und das halt genau so an die Leute bringen. Und damit ich jetzt nicht alles selber erzähle, würde ich einfach mal weitergeben an die Gäste, und wo ich mich erstmal freue, dass ihr da seid, und würde einfach sagen, von rechts nach links könnt ihr euch ja ganz kurz mal vorstellen. Und genau, bitte. Hallo, ich bin Martin Monk, Regisseur aus Berlin, 31 Jahre alt und mache seit 6 Jahren Filme. Habe jetzt gerade einen 20-Minuten-Film gemacht, der heißt Alpha-Mädchen. Den ich auch selber produziert habe. Und ja, freue mich, euch alle kennenzulernen und bin gespannt, ob ihr mir verraten könnt, was ich mit dem Film erst machen soll. Damit würde ich einsteigen. Ja, und du? Wer bist du? Ich heiße Michael Vetter-Natanski. Nochmal ein bisschen langsamer. Michael Vetter-Natanski. Gut, danke. Ich studiere an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Und ich habe den Film Gabi gemacht, der hier auch heute Abend hier gezeigt wurde. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass es diesen Abend jetzt gab. Nee, weil das ist halt tatsächlich, glaube ich, einfach eine dankbare Möglichkeit, nochmal auch Filme zu zeigen, auch eben hier in dem Kino, einfach in Berlin, im Kiez. Ich glaube, ja. Die Veranstalterin sitzt da drüben. Die Veranstalterin sitzt aber eine Sache würde mich, darf ich schon eine Frage stellen? Bitte. Generell. Darf ich schon eine Frage stellen? Nee, weil wie viele, wisst ihr ungefähr, wie viele Leute jetzt drin waren, die gar nicht irgendwie so freundemäßig waren? Oder also wie viele haben wirklich einfach geguckt, ah, hier laufen Kurzfilme, da komme ich hin. Und wie viele waren eher so über Kumpels und Freunde und so? Oder habt ihr da ungefähr einen Überblick? Oder? Das kann ich leider immer noch nicht sagen. Ja. Freunde, Arbeitskollegen, mal als noch mal irgendwo rumgesprochen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie Leute eingeladen zu der Veranstaltung und sind halt über Facebook so verbreitet. Cool, ja. Ne, weil das, bei mir ist es halt so, dass alle meine Freunde, die mit Film zu tun haben, natürlich Kurzfilme kennen, aber sonst kennen die meisten eigentlich gar keine Kurzfilme. Aber ich will jetzt die Runde erstmal auch nicht unterbrechen. Super, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Ja, ich bin Paul Dehn, arbeite bei Zarfilm in der Fiction-Abteilung. Wir hatten jetzt den Film Speechless hier zeigen dürfen, als ersten gleich, um Gottes Willen. Und ja, ich arbeite mit der Produzentin Anja Widell, die wir da haben, zusammen, und wir versuchen jetzt als originär Werbefilmproduktion, die wir sind, und wo auch immer noch unser Brot und unsere Butter herkommt, zu gucken, was in Richtung Fiction für uns möglich ist mit den Leuten, die wir so kennen, und versuchen uns da so ein bisschen zu etablieren. Mhm. Ich bin Dominik Balko, Regisseur aus Berlin und lief als einziger nicht hier heute bei dem Festival. Genau, hauptsächlich über die letzten Jahre immer Musikvideos, habe auch mehrere Kurzfilme gedreht, auch einen Langfilm, das war aber eine Auftragsarbeit, lange Geschichte. Und
Genau, was mich jetzt so ein bisschen vielleicht qualifiziert, ist die Tatsache, dass wer Eugenes Podcast regelmäßig hört, mich in Episode 6, ich glaube, 5 oder 6, mich als Gast zu dem Thema, über das wir heute reden, gesehen hat oder gehört hat. Richtig, genau. Da haben wir genau über das Thema geredet. In dem Fall dein Beispiel genommen, eine Seebestattung genommen, den vorletzten Kurzfilm von dir, ne? Und den halt da besprochen haben halt. In jeder Sendung sind immer Männer eingeladen? Oder? In jeder Sendung sind nur Männer eingeladen, weil ich mache einfach nur was gerne mit Männern. Okay. Außer, nein, natürlich nicht, definitiv nicht. Ich habe auch die nächste Folge wahrscheinlich wird irgendeine Dame sogar sein. Genau. Also es ist immer. Heute hätten wir auch eine Dame hier gewesen, hier gehabt, aber leider hat es nicht ganz geklappt. Aber stimmt, wie gesagt, ist auch nicht schlimm. Vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Definitiv. Und auch gerne jede Dame, die Lust hat, ein bisschen zu quatschen, ist gern eingeladen. Definitiv. Genau. Deswegen fangen wir einfach mal an mit dem Thema. Und da würde ich einfach mal in die Runde werfen. Denkt ihr, bei Dominik weiß es ja schon, vielleicht auch erstmal bei den anderen, ob es Möglichkeiten gibt, jetzt Filme zu vermarkten. Oder ich will nicht nur vermarkten sagen, weil das ist ja eher so Werbesache, aber auch die Distribution eigentlich von Filmen. Andere Möglichkeiten außer, nee, nicht andere Möglichkeiten, sondern zusätzliche Möglichkeiten nach der Festivalauswertung. Achso, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euren Filmen war. Wir wurden ja netterweise von dem RBB co-produziert, wenn das die richtige Formulierung ist. Die war irgendwie mal anders, glaube ich. Also in einer Zusammenarbeit mit dem RBB. Und dadurch haben wir halt glücklicherweise auch nochmal eine Ausstrahlung im Fernsehen und ich schätze dann auch noch 7 Tage irgendwie online in der Mediathek da. Aber das schließt dafür dann auch nochmal andere Rechte, glaube ich, so ein bisschen aus. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie wir dann sonst irgendwie noch flexibel sind, was das Internet und so betrifft. Aber das ist erstmal cool auf jeden Fall. Wahrscheinlich könnt ihr gar nicht selber jetzt noch irgendwie... Also in der Zeit zumindest jetzt erstmal gar nicht so viel machen, um da nochmal andere Leute zu erreichen oder sowas. Also Werbung könnt ihr schon machen wahrscheinlich, aber jetzt nicht hochladen das Ganze bei Amazon. Ja, es ist ja, genau, das sowieso. Also das glaube ich sowieso. Und eine andere Sache ist halt, dass der Ausstrahlungstermin, also viele Festivals wollen ja, dass der Film vorher nicht irgendwie im Fernsehen gelaufen ist. Obwohl er da teilweise ganz spät erst läuft. Das ist auch, aber und der läuft jetzt auch, glaube ich, im Herbst erst. Das heißt, wir haben bis dahin noch die Möglichkeit, auf Festivals zu hoffen. Aber vielleicht seid ihr da sogar fast ein bisschen flexibler, also in dem Sinne, dass ihr jetzt keinen Sender oder vielleicht habe ich es noch falsch verstanden. Also ich glaube, es ist schon eher positiv, einen Sender zu haben. Aber ja, ich bin auch sehr dankbar. Weil es einem Kurzfilm halt auch nochmal so einen gewissen so ein Gütesiegel halt aufdrückt, ne? Wenn du da irgendwie nochmal dann eine Redaktion mit drin hattest, dann steigert das, glaube ich, nochmal so ein bisschen das Ansehen von dem Film. Und ich glaube, man muss die Frage so ein bisschen einerseits als Kreativer oder Regisseur analysieren und andererseits sozusagen betriebswirtschaftlich oder als Produzent. Ich glaube, so wirklich als Regisseur ist das Interesse an einem Kurzfilm, also für mich zumindest nicht, damit Geld zu verdienen. Ne, wenn das irgendwie noch möglich ist, on top, klar. Aber ich muss ja auch überlegen, wo ich meine Energie investiere, weil ich sowieso schon nicht nur Regie machen kann, das kann ich mir ja nicht erlauben. Aber ich muss sozusagen mir genau überlegen, wie viel Zeit und Energie investierst du jetzt in die verschiedenen Sachen, die du machen musst. Und du musst dich ja auch im Thema einarbeiten. Also ich bin mir sicher, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber wahrscheinlich muss man sich damit erstmal eine Weile befassen, um das auch zu verstehen und das effektiv zu machen. Und da bin ich sozusagen ein bisschen, da fehlt mir momentan die Energie, ich investiere jetzt eher in neue Filmprojekte, in neue Drehbücher. Neue Stoffe. Bevor ich jetzt ein halbes Jahr mir ein Bein abreiße, dass mein Film halt irgendwo noch auf irgendeiner Webseite landet. Also als Regisseur ist es für mich sozusagen... Aber in deinem Fall ist es ja interessant, weil du halt auch so selbst produziert hast. Das heißt, du bist ja theoretisch in deinem Fall ja auch der eigene Produzent. Ne? Und da würde ich ja schon überlegen, wäre es trotzdem nicht für dich gut, jetzt aus der Produzentenseite, wenn der Film eben nicht nur als, nennen wir es als Kunstobjekt, in der Welt herumtourt, sondern auch wirklich was wieder abwirft, um halt weitere Projekte zu machen. Also wenn man das halt so rumsieht, dass man es das eben nicht nur als eben dieses Kunstprojekt sieht, was fliegt halt herum, es bringt dir mehr Bekanntheit, ne? Es bringt dir, also das ist so die Regie-Sicht, ne? Würde ich auch als Regisseur so sagen, ne? Dass du sagst, gerne, solange es gezeigt wird und Leute es sehen, als Kurzfilm bin ich zufrieden, so eine Art. Ne? Aber ein Kurzfilm kann ja auch eigentlich viel mehr. Also ich glaube,
das darf man nicht vergessen, so eine Art. Aber ich war ja gezwungenermaßen Produzent und nicht, weil ich das wollte. Mhm. Ja, genau, aber das ist ja genau der Fall, das ist ja oft so. Ja, genau, das ist also ich hätte gerne jetzt jemanden, der das produziert hat und jetzt sich da reinkniet. Ja. Und nee, das ist genau der Fall. Also was macht man mit den Sachen, weil meistens macht man ja nicht nur eins davon und dann plötzlich hat man sofort einen Produzenten an der Seite, der dann sagt, ach, es kann passieren, es passiert auch, aber in der Regel ist das nicht so. Das heißt, du wirst vielleicht jetzt noch mal eins produzieren oder noch eins. Okay, vielleicht, nein, wohl nicht. aber gut, du machst es ja schon 6 Jahre lang, das heißt, vielleicht hast du da jetzt schon... Ich hoffe, dass ich jetzt langsam nicht mehr muss. Okay, okay. Aber ich meine, am Ende als Filmmacher, wenn man sich jetzt als Filmmacher sieht, könnte man auch sagen, okay, warum nicht sich hinsetzen und überlegen, wie ich diesen Film, den ich da gemacht habe, auch so ein bisschen als Produkt sehe, wie man es ja beim Spielfilm auch macht, und dann gucken, wie kann ich den trotzdem irgendwie ans Mann bringen. Das heißt auch nicht, dass du es alleine machen musst. Das heißt ja auch, es kann ja auch sein, dass du nur für die Distribution jemanden suchst, der dich dabei unterstützt, um den Film halt bekannter zu machen. Ne? Ich glaube gar nicht, es muss gar nicht jeder einzeln für sich alleine machen oder alleine kämpfen oder so. Sondern man kann es ja auch offen legen für alle. Ne? Wie ist es bei euch? Ja, es ist schon eine interessante und auch nicht so leicht zu beantwortende Frage, wie das alles so ist. Also grundsätzlich gilt auch als Produzent, wenn man sich, wie jetzt in unserem Fall bei Speechless, in so ein Projekt stürzt oder hineinbegibt mit was auch immer man dann hat, in deinem Fall mit eigenen Mitteln und eigener Arbeit, in unserem Fall auch mit eigenen Mitteln, aber natürlich auch mit Kontakten und mit Gefallen, die wir sozusagen eingefordert oder eingelöst haben, dann geht es, glaube ich, schon immer erstmal darum, einen Film zu machen, den Leute sehen. Und da ist im Kurzfilmbereich ist die Festivalauswertung, das brauche ich jetzt hier auch euch nicht erzählen, ist da ganz klar die Nummer eins als Möglichkeit, um einfach Aufmerksamkeit zu generieren für so einen Film am Ende. Jetzt dann zu sagen, wie kann ich darüber hinaus ja vielleicht Einnahmen generieren oder zumindest aber eine weitere Aufmerksamkeit auf einem anderen Medium, das ist natürlich, das ist halt nicht so leicht. Da gibt's auch durch die Koproduktion mit den Hochschulen, was wunderbar ist, ne? Aber das führt natürlich auch dazu, dass der RBB, der dieses Programm hat mit den Leuchtstoffen, hießen die mal, ich weiß nicht, ob sie immer noch so heißen, natürlich auch dann sagt, naja, das ist jetzt mein Anteil an Kurzfilmaufkauf oder Finanzierung oder was auch immer. Ne? Damit bin ich sozusagen aus der Nummer raus, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich möchte es auf keinen Fall schlecht reden, aber das führt halt dazu, dass man mit einem Film, den man woanders oder auf anderen Wege gemacht hat, so wie du oder so wie wir, und dann dahin geht, das ist schon dann eher schwierig. Mhm. Es gibt Sender, die hin und wieder auch mal einen Kurzfilm zeigen. Auf Arte gibt es, glaube ich, gibt's so ein regelmäßiges Magazin auch. Und ich bin der Meinung, dass es auch mal so Kurzfilmnächte in Anstalten der ARD gab, wo man jetzt hingehen kann. Klar, wenn man da reinkommt, ist natürlich super. Aber tatsächlich eher, weil man noch mal ein Medium sozusagen für sich einnimmt und noch mal einen Vertriebsweg aufmacht. Eher weniger, weil man jetzt dann hinterher sich das Geld in die Kassen streicht dadurch. Und was ist dann darüber hinaus noch, also ich weiß nicht, eine Kinoauswertung außerhalb von Festivals habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört von einem Kurzfilm. Ja, genau, das ist, also, ne? Es gibt's schon, Entschuldigung. Aber, nee, ja, kein Problem, es gab bei uns im Studium, ich habe auch an der Konrad Wolf studiert, aber als wir noch Hochschule hießen, was auch immer, ich habe auch noch ein Diplom gemacht, geil. Und da gab es mal so das Gerücht, wir hatten so einen Dozenten, der war von irgendeinem Verleih und der hat gesagt, naja, die Verleihe sind verpflichtet, in der Theorie müssten sie Kurzfilme und deswegen kaufen sie manchmal welche, die zeigen sie dann aber keinen. Da frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, ob ich das jetzt möchte. Ne? Also ob mir die Summen, die da gezahlt werden, die sind nicht so hoch, dass ich hinterher sagen kann, ich habe jetzt meine Produktionskosten refinanziert in der Regel, also es sei denn, die sind sehr, sehr niedrig, aber in der Regel sind sie es ja dann am Ende doch irgendwie nicht so. Ne? Also wenn du vorhin erzählt hast, Martin, du hast 8.000 Euro gecrowdfundet und dann hast du was reingegeben und noch zwei Produzenten, also dann kann man auch ungefähr sich ausrechnen, wo man da landet. Das kriegt man halt da eher nicht wieder rein. Mhm. Ne? Und dann darüber hinaus, ich meine, jetzt muss man sich natürlich heutzutage irgendwie Gedanken machen, ob man irgendwelche Video-on-Demand-Geschichten hat, die vielleicht noch was machen.
Kurzfilme auf YouTube gibt es, glaube ich, noch kein richtiges Geschäftsmodell. Nee, genau, das gibt es nicht. Also deswegen finde ich ja gerade eben diese Video-on-Demand-Geschichten ganz interessant. Also da vielleicht gehe ich mal rüber zu Dominik, vielleicht kannst du dazu was erzählen und dann, genau. Ja, ich bin ja damals mehr reingestolpert. Ich hatte meinen Abschlussfilm 2012 gemacht und dann so ähnlich diese Geschichte wie bei dir, irgendwie sich um alles selber gekümmert, extrem viele Aufträge zu der Zeit gehabt, nicht wirklich. Erstes Festival, sofort einen Preis gewonnen, das war schön, aber dann irgendwie nicht mehr wirklich zu Festival, ich weiß nicht, 5, 6 Festivals noch eingereicht, aber dann ist sehr, sehr schleifen lassen, weil einfach es Zeit war damals, 2012, sich drum zu kümmern. Jetzt gibt es noch mehr von diesen Plattformen oder ich kannte sie zum Teil damals nicht, Wizard of the Box gab es damals auch schon. Und dann bin ich tatsächlich Jahre später dann nach und nach drüber gekommen. Ich wollte halt immer genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich wollte halt eigentlich mehr, nicht wirklich Geld verdienen, sondern ich wollte, dass der Film gesehen wird. Mhm. Und aber YouTube war mir irgendwie zu schade. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Vielleicht ist das vielleicht sogar eine Option für euch, wenn ihr sagt, Geld kann man eh nicht mitverdienen, dann kann der auch 3, 4, 5 Jahre nach Release kann er auch auf YouTube stehen und ein bisschen Werbung für uns machen. Das wäre ja dann eventuell auch okay, aber ich habe irgendwie immer, ich habe ja schon zu dir gesagt, ich habe immer dieses Bild vor mir, dass dann Leute in der U-Bahn sitzen und auf dem Handy meinen Film sehen. Und das dürfen sie und das ist heutzutage, und das kann man auch in der Mediathek machen heutzutage und auf Netflix und Amazon Prime auch. Aber da sehe ich irgendwie in meinem Kopf rein romantisch immer noch die Leute mehr vorm Fernseher sitzen und sich das schön in Ruhe in groß angucken. Und von daher war dieser Weg für mich interessant und deswegen bin ich da halt, als Amazon Prime sich für Independent-Produzenten halt geöffnet hat, relativ schnell aufgesprungen und habe halt jetzt den ersten, diesen damaligen, mittlerweile schon 5 Jahre alten Kurzfilm reingebracht und den von vor 1,5 Jahren werde ich jetzt demnächst reinbringen. Mhm. Oder bin ich gerade dabei. Mhm. Das führt doch noch mal näher aus, bitte. Wobei mich jetzt auch die YouTube-Frage interessiert, bei vor allem jetzt euch beiden. Du bist ja so ein bisschen raus, dass du es nicht einfach bei YouTube wahrscheinlich reinstellen kannst. Kannst du jetzt, ich weiß nicht. Nee, aber es geht nicht. Oder hast du davor schon Kurzfilme, ich gehe gleich auf die an, aber hast du davor schon Kurzfilme gemacht, die nicht mit einem Sender zusammenarbeiten? Also wo du sozusagen die Hand drauf hast, wo du sagen könntest, okay, mit dem mache ich jetzt was, den kann ich morgen auf YouTube stellen, wenn ich Bock drauf habe? Ja, aber die habe ich eher so zum Ausprobieren für mich selbst gemacht. Also die, also die sollen nicht so weit rausgehen. Genau, also wobei man ein bisschen dazu sagen muss, entschuldige, wenn ich da einhake, dass was an der Hochschule produziert wird, auch wenn man da jetzt keinen Finanzier von außen drin hat, kann man den trotzdem halt nicht, man kann mit seinen Filmen da nicht machen, was man will. Das wird zentral geregelt. Klar. Und da muss man dann schon auch ein bisschen gucken. So. Definitiv. Ja, definitiv. Dann zu deiner Frage. Ja, das war, ich glaube, Ende 2015, Anfang 2016 ging es irgendwie eine Zeit lang durch die Medien, dass Amazon Prime sich insofern geöffnet hat, dass auch Selbstdistributor oder kleine Indie-Produzenten sich dort registrieren können, anmelden können. Also du musst keine große Firma im Rücken haben oder keine große Produktionsfirma oder ähnliches. Und du wirst da extrem durchleuchtet, das ist ein extrem lang. Ich habe noch nie ein so annähernd so langes Formular ausgefüllt, was die da alles an steuerlichen Details, also da ist garantiert irgendwo eine CIA-Akte jetzt gerade über mich. Das habe ich dann halt durchgespielt, weil ich dann diese Idee hatte, okay, cool, wenn der jetzt auf Amazon Prime läuft, das gucke ich zu Hause auf dem Fernsehen, vielleicht machen es ja auch andere. Und um den Kreis jetzt zu schließen, es hat insofern wirklich funktioniert, es war ein 14, 15-minütiger Film. Und ich habe nicht mehr die genauen View-Zahlen, aber gerade in Amerika, obwohl er auf Deutsch mit englischen Untertiteln ist, ist der wie sonst was geguckt worden. Also da war ich wirklich baff, wie viel die das geguckt haben. Und wie kam es? Also hast du dafür was getan? Hat der oder? Also nee, eigentlich, das meinte ich mit reingestolpert. Also es war wirklich mehr so ein, na, gucken wir mal, was passiert, Selbstexperiment. Mit diesem alten Film, der nicht mehr festivaltauglich ist, einfach vom Alter her. Und, schön, wie war die Frage? Also, sagen, wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden? War es ein Genrefilm oder war, also, es ist, glaube ich, wirklich diese Werbe, die du ja bei den meisten Sachen, also gerade bei diesem Video on Demand oder noch mehr bei diesem, wo du einmal Mitgliedschaft kaufst und dann alles umsonst hast, mehr oder weniger bei diesen Seiten ist es noch mehr. Das Poster ist, glaube ich, sehr ansprechend.
Dann die Synapse und der Trailer und die in Kombination. Also ich habe nicht irgendwie Facebook-Werbung geschaltet oder ähnliches, sondern wirklich einfach nur, weil das dann bei Leuten aufgepoppt ist, dann natürlich auch über Querweise, wenn ihnen dieser Film gefällt. Leute, die das geguckt haben, haben auch das geguckt. Und irgendwie sind da gerade in Amerika die Leute dann voll drauf angesprungen. Wie heißt der Film? Seebestattung. Seebestattung. Und das, also klar. Du reichst jetzt sozusagen eingereicht jetzt genau. In dem Sinne bei Amazon und die noch. Haben dann irgendwann eine Sache noch, also Entschuldigung, wir müssen leider einen verabschieden. Tut mir leid. Alles gut. Willst du noch was in die Runde sagen, bevor du losgehst? Ja, ich habe mich ja schon bedankt jetzt hier in der Runde, genau. Das ist ja interessant. Und, genau, nächstes Mal nochmal genauer. Ich gucke mir gerne mal diesen Podcast genau. An. Diesen Podcast, na gut. Schön nachher zu Hause noch live zu. Genau, falls du schnell zu Hause bist, kannst du dir zu Hause noch angucken. Wow, ja, ciao. Ciao. Tschüss. So, dann können wir uns ja so ein bisschen. Genau. Aber ein bisschen mehr Platz. Oh, herrlich. So, Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Achso. Du reichst quasi ein bei Amazon und dann sagen die, ja, hier steuerlich passt alles. Also genau. Du, als Person wirst du durchleuchtet und dann bist du erstmal als Produzent auf dieser Plattform. Und dann bist du auf einer Plattform gar nicht so anders wie YouTube oder Vimeo von der Benutzeroberfläche oder Filmfreeway oder irgendeine Seite. Du lädst den Film hoch, du machst die Daten und dann wird es halt testgeguckt, durchleuchtet und wenn es gewisse Qualitätsstandard und nicht gegen irgendwelche rechtlichen Regularien, keine Ahnung, kannst ja Kinderpornografie theoretisch hochladen oder sowas. Wenn das alles durch ist, genau, ganz penibel sind sowohl mit Untertiteln, das habe ich in vielen Podcasts schon gehört. Schon mal schlecht für mich. Ja. Warum? Bei uns gab es ja keine. Ja, jein. Vielleicht kann man es bei euch echt verkaufen. Dann müsst ihr wirklich so einen Untertitel machen, wo Silence oder sowas. Oder den Originaltext runter untertiteln, vielleicht, was die wirklich sprechen. Die sprechen eine Fantasiesprache in dem Film. Ja, da muss man schon sehr genau drüber nachdenken, ob man das will. Aber gut. Aber das ist tatsächlich so eine Eigenheit. Ich dachte nur, ich habe das Gefühl, dass die so anstrengend und penibel damit sind, aber ich habe das jetzt in verschiedenen Podcasts und YouTube-Sendungen zu dem Thema Amazon Prime halt wirklich gesehen, dass da bedeutend mehr gestandene Filmemacher aus Amerika sich dann irgendwie drüber echauffiert haben, dass sie irgendwie 3-4 Mal einen Untertitel hochladen mussten, bis der dann aber den... Da will ich noch was hinzufügen, also ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Also es wird schon nach Content geguckt, also die haben wirklich, also ich habe mal in einer Sichtungsagentur gearbeitet und die gucken sich an, ob es Sinn macht, was sie sehen. Also wenn es Untertitel braucht, werden dich anschreiben und sagen, du brauchst Untertitel. Aber wenn es halt, wenn die Fantasiesprache sprechen, dann gehört es ja zum Film, dass man es nicht versteht. Und dann brauchst du auch keine Untertitel drunter setzen. Weil in Deutsch verstehst du es ja auch nicht. Ihr müsstet wahrscheinlich in Kontakt mit denen treten, weil im Hochladeformular gibt es halt diesen Punkt Untertitel und wenn da keine Datei angefügt ist, kannst du das nicht abschließen. Von daher muss da irgendwas drin sein. Vielleicht sogar nur diese Info, die ganz am Anfang steht, dieser Film hat bewusst keine Untertitel. Yeah, yeah. Vielleicht reicht diese Info schon als auf der Untertitelspur. Genau. Ja. Ja, wir sind jetzt natürlich auch schon dann ein besonderer Fall. Man muss dann natürlich auch mal gucken, inwieweit die überhaupt, also jemand, der jetzt, weiß ich nicht, ob man das versteht, wenn man jetzt einen Film aus Deutschland bekommt, aber man kann kein Deutsch, weiß man dann, dass das gar kein Deutsch ist, was die Leute, also kriegt man vielleicht raus, aber wer ist wahrscheinlich für den Film? Also wäre es wichtig für den Film zu... müssten halt nur sagen, ja, alles klar, haben wir verstanden. Ich denke, das kriegt man schon irgendwie durch. Also, aber gut, genau, um weiterzugehen, und das meine ich halt, ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht zu sagen, wie gesagt, jetzt als Regisseur selber vielleicht nicht, muss nicht sein, also kommt auch an, wie man sich sieht, wenn man sagt, man ist allgemein Filmmacher, dann würde ich sagen, das macht Sinn, nicht nur auf diese alten Formeln zu gucken und zu sagen, jemand muss da sein, der meinen Film für mich verkauft, der meinen Film für mich vertreibt, sondern wirklich als Aufgabe zu sehen, den auch selber ein bisschen an den Mann zu bringen. Erst recht, wie gesagt, bei Filmen, die halt produziert werden, wie Kurzfilme und dann halt, wie gesagt, das habe ich vorher im Vorgespräch kurz gesagt, dass halt Kurzfilme sind können genauso gut sein wie ein Langfilm. Sie sind halt viel kompakter und viel mehr auf den Punkt gebracht, was das Thema ist und haben die Möglichkeit, genauso die Leute zu erreichen. Es hat sich jetzt nur über die Zeit, über die Formate so entwickelt, dass halt ein Film 2 Stunden lang ist und wir uns daran gewöhnt haben, das zu gucken halt. Aber das heißt nicht, dass wenn ein guter Kurzfilm
irgendwo vertrieben wird und der wird, geht irgendwie in die Medien aus irgendeinem Grund, dass den keiner guckt, weil es ein Kurzfilm ist oder sowas. Ne? Und deswegen finde ich, ist es nicht schlecht, da immer noch einen Blick drauf zu haben, ob welche Möglichkeiten da sind. Und du hast ja schon angesprochen, ne, es gibt dieses Amazon Prime zum Beispiel, wo du es hochladen kannst, wo es relativ einfach ist, es hochzuladen, dann dir, wenn es sein muss, wenn du selber sagst, ich habe dafür keine Zeit, dir einen Partner zu suchen, der sich darum kümmert, um die Vermarktung von dem Produkt, ne, um zu schauen, dass es geschaut wird. Weil, wie du sagst, du hast ja selber noch nicht mal so viel gemacht für diesen Film und der wurde schon geguckt in Bereichen, wo du gar nicht hindenken würdest, dass er endlich, du hast gemeint, ja genau, genau, werbemäßig. Und du hast gemeint, der ist in Japan gezeigt worden, der ist in, gesehen worden, der ist in Amerika gesehen worden, etc. Also, das ist ja schon mal eine Möglichkeit, irgendwie seinen Film halt noch weiter zu verteilen halt. Und das wäre so ein bisschen mein Gedanke, da zu sagen, warum nicht sich da hinsetzen. Und das einfach. Es gibt in Amerika viele Beispiele, die es schon so in diese Richtung gemacht haben. Aber hier in Deutschland versucht es halt irgendwie keiner, habe ich das Gefühl. Ich glaube, was halt ganz gut ist an der Sache, das hast du ja auch angedeutet, dass man dafür auch noch etwas länger Zeit hat. Ne? Also man kann ja auch erstmal 2 Jahre Festivals auswerten. Ja, genau. Und solange man den Film nicht einfach ohne Passwort hochlädt, hat man die Möglichkeit, sozusagen auch später noch, so wie du es getan hast, halt solche Sachen dann zu machen. Aber wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, es ist sozusagen in der Chronologie für den Regisseur selbst oder den Filmemacher selber, ist der klassische Festivalweg immer noch sozusagen super wichtig, auch weil man da natürlich nochmal persönliche Kontakte knüpfen kann, was man natürlich, klar, man will ein Publikum erreichen, aber diese persönlichen Kontakte, glaube ich, das entsteht dann doch über den Festivalweg. Klar, ne? Klar. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Erfahrung man vielleicht schon hat oder wie, also für mich ist zum Beispiel meine Kurzfilme, ich mag die alle irgendwie noch, aber ich sehe auch natürlich die Fehler und ich sehe die Entwicklung da drin. Ne? Und ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, dass die jetzt unbedingt jetzt von der ganzen Welt gesehen werden müssen, weil die schon so genial sind. Ich hoffe, dass ich irgendwann das Gefühl habe, vielleicht werde ich es nie haben, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist dann ja auch noch ein Feld, wo man Fehler macht, wo man experimentiert letztlich. Aber es macht ja den Film nicht schlechter. Es macht es vielleicht sogar auch spannender, klar. Genau, ich meine, deine Beschreibung, ja. Kein Problem, man darf nicht unterschätzen, dass wenn man sich Leute oder, also sagen wir mal, ich gucke mir einen Stoff an von jemandem, den finde ich ganz interessant, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann sehe ich, der hat 3 Kurzfilme gemacht und gucke mir die 3 Kurzfilme an. Ich sag mal, es ist wichtiger für mich persönlich, ne, das ist alles sehr persönlich, es ist wichtiger, 3 Filme zu sehen und festzustellen, okay, der hat mit einer Idee, da hat er was gemacht und dann hat er sich entwickelt und jetzt ist er woanders, als er bei dem ersten Film war, als 2 schlechte Filme und einen überragenden zu sehen. So, weil dann muss ich mich halt auch fragen, ob er das nochmal so gut hinkriegt. Mhm. Ne? Wenn ich eine Entwicklung sehe, ist das schon immer auch was wert. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich glaube, die Entwicklung darf man auch öffentlich machen. Also ich glaube, das ist jetzt, also das ist natürlich für jeden Einzelnen, du musst ja selber für dich selber sehen, ob du es möchtest oder nicht. Ich meine, du machst es ja hier öffentlich. Ja, man hat ja keine Wahl, natürlich. Ja. Also man kann ja nicht, man muss das ja machen, man muss es öffentlich machen. Ja. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Künstler, die vielleicht so sensibel sind, dass sie es gerne privat machen würden. Aber beim Film machen geht es nicht, weil du ja auch schon am Set unter Dauerbeobachtung bist. Mhm. Und es gehört einfach zu dem Job dazu. Mhm. Aber es erklärt vielleicht, warum dann die Filmemacher, nachdem sie mit einem Kurzfilm fertig sind, eher Energie in ein neues Projekt stecken, was ich eben gesagt habe, als jetzt sich jede Strategie zu überlegen, wie sie die alten noch auswerten können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es einfach ein Entwicklungs... Mhm. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt ja schon Leute, die da wirklich eher sagen, gut, du wärst ja in dem Fall so ein Beispiel, dass du halt trotzdem noch, wie du am Anfang, also nee, in der Mitte meintest du gerade, ich führe es genauer aus, dass genau dieser Festivalprozess ist ja auch ein Prozess, den du gehst mit dem Film. Du sagst ja auch nicht, ich bin fertig mit dem Film, deswegen, ich mache jetzt keine Festivals mehr, ich gehe nicht mehr los, weil ich bin fertig, das habe ich vorher gemacht. Mhm. Zum Beispiel, dann dachte ich mir, ich bin nicht ganz zufrieden damit, ist es gut? Die Leute, die es gesehen haben, haben gesagt, ja, super gut und so. Ich fand es nicht so gut und dachte, ja, ich will es jetzt nicht einreichen etc. Dann sind wieder Jahre verstrichen, dann habe ich gedacht, naja, jetzt erst recht nicht mehr. Ne? Und dann konnte ich jetzt, von mir aus würde ich es jetzt nicht mehr machen, weil ich damit nicht mehr in die Welt wollte. Dann. Mhm. Sagen, hier bin ich, weil ich habe mich da schon so weit weiterentwickelt, von meiner Seite aus.
Und, aber hätte ich das gemacht, wäre es genau derselbe Weg gewesen. Ich hätte diese Festivalauswertung gemacht, wäre losgezogen, wäre vielleicht nach, in verschiedene Länder gefahren, um den Film zu zeigen, wenn Zeit und Geld da ist, und hätte das gemacht. Aber in der Zeit hätte ich genauso gut auch gucken können, andere Möglichkeiten zu suchen, wo ich das auch noch zeigen kann. Mhm. Ne? Also deswegen meine ich, ich glaube, das beißt sich nicht unbedingt. Die Zeit nimmst du ja so oder so. Was ich dazu, wo ich den Unterschied sehe, ich liebe Festivals. Festivals sind super, so ein Event wie heute, alles richtig cool. Aber es ist schon sehr, um sich von daher seine Frage, die er vorhin gestellt hat, wer war jetzt eigentlich extern wirklich heute hier? Man kreist schon sehr um sich einander. Es ist super für die Kontakte, aber für das Feedback für den Film selber finde ich es fast faszinierender, jetzt gerade in den USA mir die Amazon-Kritiken durchzulesen, die wirklich von 5 Sterne bis 1 Stern schwanken, und interessant einfach zu sehen, was Leute zerreißen, was Leute gut finden, die null mit dem Film und in den meisten Fällen auch null mit der Filmindustrie oder der Filmbranche zu tun haben. Das war halt bei mir so ein weiterer Gedanke. Kriegt man auch über YouTube-Kommentare, aber ja. Ich glaube, es ist noch was anderes, wenn jemand dafür bezahlt. Also, oder auch, okay, Prime bezahlt man jetzt in, unbedingt. In so einem exklusiveren Rahmen. Genau, ne? Also hast du schon noch mal ein anderes Gefühl, ne? Wenn du irgendwie, auch wenn, ich meine, du hattest ja den Film ja auch davor wirklich als Bezahlfilm, ne? Und wenn du dafür was zahlen musst, ist natürlich klar, wenn du dann denkst, ach verdammt, jetzt habe ich irgendwie, auch wenn es nur 2 Euro sind, dafür gezahlt, und der Film ist wirklich einfach nur 14 Minuten lang. Dann kommt ein ehrlicher Verriss. Genau, ne? Da kommt einfach, weil klar, es ist halt so. So. Und, oder wenn es auch gut ist, gut, da schreiben weniger Leute, das ist immer so, aber wenigstens die schreiben, würden dann auch gerne mal dazu was sagen, halt, weil die sich wirklich gefreut haben über diese 14 Minuten oder wenn es 7 Minuten sind. Und ich glaube, da würde ich dir recht geben, dass du halt einfach da nochmal ein ganz anderes Publikum hast, was du da erreichst. Und auch das Wissen von den Leuten halt reinnehmen kannst in deine nächsten Projekte, glaube ich auch. Ne? Und wenn alles gut geht, vielleicht sogar auch wieder ein bisschen Geld reinkriegst für deine nächsten Projekte. Es geht ja auch gar nicht darum, dass du Geld verdienst damit, also dass du reich wirst davon, sondern eher, dass du halt vielleicht für die nächsten Projekte wieder etwas reinnimmst halt. Und ich glaube, da sind die Amerikaner so ein bisschen weiter als wir, weil die überlegen sich genau solche Sachen auch irgendwie. Also wie kann ich halt für das Projekt, was ich gemacht habe, wieder Geld reinkriegen, um ein nächstes Projekt zu machen halt. Ne? Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen anders. Also, das glaube ich auch. Also, bei Amazon Prime finde ich jetzt auf jeden Fall interessant, weil das, wie gesagt, exklusiver Rahmen, und vorher hattest du gesagt, für YouTube ist hier das alles ein bisschen zu schade, und da machst du einen Punkt, finde ich, weil ein Film, den ich auf Amazon Prime sehen kann, egal ob ich dafür jetzt nochmal bezahlen muss oder ob der irgendwie auf einer Seite zwischen 10.000 anderen ist oder nicht, ist egal, das ist halt schon erstmal was anderes. Mhm. Ein Film, der auf YouTube ist, ist das halt immer so ein bisschen. Das kann halt irgendwie jeder, ja? Und da ist auch wahnsinnig viel, das heißt, der Filter ist auch viel anstrengender, was rauszusuchen, was jetzt, ich sage jetzt hochtrabend, einen künstlerischen Anspruch haben will, vielleicht auch einen unterhaltungskünstlerischen Anspruch, aber ich unterscheide dann nicht so, immer. Im Gegensatz zu dem Handyvideo von meinem Kumpel, wie er mir Zahnpasta an die Türklingen geschmiert hat oder was weiß ich, was da so läuft. Auch cool. auch cool. Kann in den meisten Fällen mehr Klicks haben als euer Kultfilm. Genau, und dann müssen wir mal dafür ein Kinofestival machen. Nein, müssen wir nicht. Aber das, ne, also da ist Amazon Prime dann schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Das finde ich dann schon interessant. Ne? Mhm. Also, und weil es auch nicht schadet in dem Fall. Ja, genau. Also einen Film auf YouTube zu haben und alle können ihn frei sehen und dann, wie wir alle wissen, aber nicht dürfen, auch runterladen, kopieren, wie auch immer. Das geht da schon mal nicht so schwierig, nicht so leicht, aber es gibt irgendwie eine Eintrittsschwelle, die da ist. Das heißt, wenn das da gar nicht funktioniert, nee, dann hat es eh keiner gesehen. Ja. Also, dann ist es schadet nicht, es führt nur dazu, dass man sich neue Zuschauerschaften sozusagen erschließen kann in anderen Ländern, wo man sonst nicht hinkommt. Und da gibt es ja das andere Beispiel, zum Beispiel von Filmen von zum Beispiel Darth Maul Apprentice zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein deutsches YouTube-Phänomen, wenn man so möchte. Weil die haben halt natürlich ein Franchise genommen, ne? Also Star Wars in dem Fall, und haben da eine, ja, so eine 20, ja, irgendwie sowas, ne? 20 Minuten Fanfilm, nennen wir es mal. Aber schon, Fanfilm hört sich immer so sehr günstig an, aber schon gut produziert, sah sehr gut aus. Und
haben da irgendwie Millionen von Klicks irgendwie generiert und sind dadurch wurden die sofort danach halt nach Amerika eingeladen, einfach von Produzenten, die halt mehr Projekte von denen sehen wollten und sehen wollten, was haben die noch gemacht, etc. Was genau, was ich meine, du hast halt wieder eine ganz andere Schicht von Leuten, weil die eher gucken auf, okay, da haben so viele Leute das geschaut, scheinbar ist es interessant, was die machen, mal gucken, was die noch können halt. Das ist eine ganz andere ein anderes Klientel, was die da erreicht haben damit. Und deswegen sage ich ja, ich glaube auch, es ist gar nicht so gemeint von meiner Seite, dass man halt die Festivalauswertung rausnimmt und sagt, das braucht keiner mehr, nee. Das stimmt definitiv nicht. Das ist ein Bereich, der für Kurzfilm oder auch für Film ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Aber das Weiterdenken, was passiert danach, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für uns Filmemacher heutzutage, wo eigentlich die Möglichkeiten da sind, dass man eben auch alleine was erreichen kann und nicht nur der, du brauchst nicht unbedingt eine Person, die das übernimmt für dich, wo du bevor du überhaupt irgendwie Leute erreichen kannst. Wenn der Film auch anspricht halt irgendwie, ne, klar. Es kann natürlich auch ein Arthouse-Film sein, der eher noch mehr künstlerisch gedacht ist oder so, ne. Vielleicht ist es dann schwieriger, halt über sowas wie Amazon Prime Leute zu erreichen, was ich aber auch nicht glaube, weil auch da gibt es ja die Klientel, die sagt, okay, die gucken sich sehr gerne Arthouse-Filme an und wenn die von zu Hause auf dem Fernseher halt einen Arthouse-Film schauen können, einen Kurzfilm oder wie auch immer, warum nicht? Hm. Ne? Du weißt, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, kannst du die auch so erreichen halt. Ne? Und das denke ich schon. Bei euch beiden, wobei ich mich jetzt erst sehr frisch mit der beschäftige, bei euren beiden Filmen speziell denke ich auch an die Plattform Real Eyes. Ich weiß nicht, hast du schon mal von denen gehört? Nee, die machen halt, also es ist eine deutsche Plattform, haben aber auch internationale Filme, Lang- und Kurzfilme und auch monatlich bezahlst du eine gewisse Summe, dass du da die Filme auf der Plattform gucken kannst und die sind klar auf Independent und Arthouse orientiert. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, wobei ich dann nicht weiß, ob sich das mit Amazon Prime sogar beißt vielleicht. Also es gibt auch noch andere Channels, wo man es einfach dann vielleicht wirklich zielorientiert genau an das Publikum, was den Film wahrscheinlich mögen wird, hinbringen könnte. Ja, das ist, was natürlich wirklich immer an solchen Plattformen interessant ist, ist, dass es halt verhältnismäßig messbar ist. Ne? Dass du halt relativ genau, also bei Amazon weiß ich es nicht, aber so wie die sonst ticken, kann ich mir vorstellen, dass man da sehr genau sehen kann. Du sagst ja auch, der wurde in Japan und in den USA und sonst wo aufgerufen. Das heißt, man kann es dann zuordnen, man kann auch relativ transparent wahrscheinlich, wenn es dann da irgendwelche Bezahlsachen gibt, erschließt sich relativ schnell, warum da welche Einnahmen woher kommen. Das ist natürlich dann im langfristigen Denken, wenn das mit den Festivals durch ist, damit man sich nämlich die Festivals nicht teilweise damit ausschließt, weil sie in den Kriterien das teilweise nicht haben wollen. Was dann schon cool ist, ne? Weil ich meine, letzten Endes für mich als Produktionsfirma bedeutet es, ich muss einmal 3 Tage dran geben und so ein elendlanges Formular ausfüllen und meine Steuerdaten immer freilegen. Das macht mich völlig fertig. aber wie auch immer, also ich muss da irgendwie die Einreichung machen und dann ist das da und dann kann ich quasi selber entscheiden, wie viel Marketing in Form von Arbeit oder in Form von YouTube-Spots Facebook-Spots oder was auch immer, stecke ich da jetzt noch rein? Oder mache ich einfach nichts und guck mal, was passiert? Und dann kann ich aber nach einem Monat immer noch sagen, gut, nichts machen hat nicht funktioniert, jetzt was mache ich mal? Also ich kann da sehr genau selber steuern auch, was ich für einen Aufwand da betreibe. Das ist schon jetzt erstmal nicht so schlecht, ne? Weil dann kann halt genau das passieren, was du sagst. Dann habe ich halt ein neues Projekt, dann bin ich halt mal ein halbes Jahr raus. Aber nach einem halben Jahr kann ich schon noch mal gucken und stelle fest, naja, da haben schon mal jetzt, weiß ich nicht, 3000 Leute den Film gesehen. Jetzt kann ich ja noch mal eine Marketingrunde machen oder irgendwie ein bisschen Promo schalten und dann sind es vielleicht noch mal 5 und dann, weiß ich nicht, also bei so einem kleinen Film wie Speechless jetzt war oder wird da wahrscheinlich irgendwie alles in einer ungefähr gleichen Kategorie sein. Darf man auch nicht unterschätzen, wie schnell es dann am Ende doch wieder geht, zumindest die realen Kosten wieder reinzuholen. Ne? Also zumindest theoretisch. Mhm.
Ja, so, klar. Also ja, klar. Bei dir ist ja nochmal, das hatten wir auch vorher kurz darüber geredet, dass du ja auch noch zusätzlich, du hast ja eine Crowdfunding-Kampagne davor gemacht. Ja. Wie viel wolltet ihr nochmal da? 8.000. Oder kannst du was zur Crowdfunding-Kampagne? Ja, also ich glaube, an dieser Crowdfunding-Sache, so wie ich es gemacht habe, wurden halt auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede klar, weil wir haben das auf Kickstarter gemacht. Das ist halt auch eine Plattform, wo man alles erreichen muss, sonst kriegt man gar nichts. Mhm. Es gibt ja auch ein paar andere, da kriegt man dann trotzdem das, was geplätscht wurde. Mhm. Und also ich will jetzt, also man muss einfach ganz ehrlich sein, das meiste Geld, was wir dann wirklich am Ende geraced haben, waren Freunde, Familie, Freundesfreunde. Also es waren irgendwie Leute, wo über ein oder zwei Grade eine Connection bestand. Mhm. Und es ist halt auch dann immer noch schwerer hier in Deutschland jemanden dazu zu kriegen, seine Kreditkarte irgendwo einzutippen, als in Amerika. Mhm. So. Und das hat man da schon gemerkt, dass dann doch, oh, ich muss mich da registrieren, so, ne, ja. Musst du. Mm. Und das ist, glaube ich, in Amerika halt schneller gemacht, ja. Ne, ja. Überhaupt, ja. Mm. Da sind die einfach affiner. Ne? Und für uns war das irgendwie wichtig, das zu machen. War auch eine gute Erfahrung, aber es war auch ein mega, mega Stress. Mm. Weil wir haben, ich glaube, wir haben eine Woche nach dem Abschluss der Kampagne habe ich den Dreh angesetzt. Das heißt, ich habe absolut gepokert, dass ich das schaffe. Ich habe das dann halt auch das habe ich alles alleine gemacht. Zusätzlich zu allem anderen. Ah, du hast die Kickstarter-Kampagne ja, natürlich. Ich habe ich habe das Drehbuch dann noch verändert und ne, die Kickstarter-Kampagne gemacht. Und dieses halt ausgequetscht sein, das merkt ihr, hat bis jetzt angehalten. So. Es war halt einfach wirklich viel. So, ne? Und viele, ich habe das Creative Direction für das Poster gemacht. Ne? Ich hab den Film selber geschnitten. Also ich habe wirklich irgendwie alles gemacht. Mhm. Und mit dem Kickstarter, das war also dieser ganze Sommer ist eigentlich eine, weiß ich nicht, habe ich so verdrängt. So. Also es war einfach sehr viel Stress. Da, ganz kurz, du hattest eine Woche Zeit von abgeschlossener Finanzierung in Anführungszeichen bis zum Drehbeginn. Das heißt aber, du hast ja während der Kickstarter-Kampagne schon deutlich Kosten Geld ausgegeben. Natürlich. Ich habe aber auch. Das ist ja ganz schön. Ich habe auf jeden Fall. Ja, das war auch. Also ich wusste ja, dass ich eine gewisse Summe hatte. Das heißt, ich konnte die ersten Rechnungen zahlen, aber ich habe absolut spekuliert, dass die Kickstarter-Kampagne halt durchgeboxt kriege. Mm. Und ich hätte aber auch, wenn jetzt am Ende 500 Euro gefehlt hätten, dann hätte ich halt einen Kumpel angerufen und gesagt, ja. Na, also, es war so dann alternativlos, einfach für mich zu dem Zeitpunkt. Wie weit seid ihr drüber gekommen? Also seid ihr nicht weit. Also war es schon wirklich lang bis zum letzten? So letzte Minute, oder es war ganz schlimm, ja. Es war, glaube ich, auch letzte Minute oder so. Also es war einfach ekelhaft. Mm. Und dann war ich quasi kurz vorm Dreh eigentlich schon völlig K.O. Mm. Es war schlimm. Mm. Aber es ist wahrscheinlich auch die Leute, die bei Kickstarter was mitgezahlt haben, die haben auch wahrscheinlich irgendwie eine DVD oder kriegen eine DVD. Ich habe dann auch noch einen weiteren Fehler gemacht. Ich habe Blu-Rays gemacht statt DVDs. Jetzt habe ich die geilsten Blu-Rays aller Zeiten und keine Sau hat einen Blu-Ray-Player. Das ist einfach... Oh je. Die einzigen, die Blu-Rays abspielen können, sind irgendwie so FIFA-Swifties. Und ich meine, DVDs, die Qualität ist so unglaublich schlecht, es geht mir nicht in den Kopf, aber jedenfalls habe ich Blu-Rays gemacht und einiges anderes, was ich da noch angeboten habe. Ich mache ja auch Fotos, also ich habe auch so ausgedruckte Fotos angeboten und im Abspann stehen und man saugt sich halt irgendwas aus den Fingern und die Leute machen das auch nicht, weil sie das so unglaublich geil finden, was du ihnen da gibst, sondern die machen es, weil sie dich mögen oder dich gut finden, deine Arbeit gut finden und dich unterstützen wollen. Aber glaubst du, um da wieder so einen Bogen zurückzuschlagen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Film nochmal selbst irgendwie, oder wie gesagt, auch nimm dir einen Partner, der das macht, irgendwo hostest, ne, wie zum Beispiel bei Amazon Prime, dass du die Leute verschrecken würdest, die sowieso schon was gegeben haben für den Film, also auch jetzt nicht für einen hohen Preis, sondern sagen wir, du sagst, oder bei Prime sowieso, einfach alle Prime-Kunden können sowieso umsonst gucken, aber... Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre nur, wenn ich ihn jetzt einfach online stellen würde, ohne Passwort, dann würde man sich vielleicht sagen, ja, okay, ist ja was blöd, aber wenn das so ein Service ist, glaube ich das nicht. Mhm. Und ich habe ja auch ein sehr schönes Poster gemacht. Also ich hatte so ein paar Sachen dann doch schon mir auch überlegt und wusste, ich hatte ja auch eine Facebook-Page und so. Mhm. Also ich habe schon so ein bisschen vorausgeplant und bin jetzt aber einfach noch zu sehr sozusagen in der Festival-Auswertung, um jetzt schon darüber nachzudenken, richtig viel Energie da zu investieren. Mhm. Ich will es auch nicht ausschließen. Ja, ihr habt mich überzeugt. Das war der Sinn des Podcastes. Dann
Deswegen frage ich, weil einfach nur um deine Meinung dazu nochmal jetzt so im Nachhinein davon. Also ich würde das mit dem Kickstarter ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Ja, aber nicht so machen vielleicht. Ja, also. Weil ich glaube, alleine ist echt hart. Also man darf Kickstarter einfach nicht unterschätzen, glaube ich. Ich glaube, das machen viele und denken, also vielleicht hast du, ich glaube, dass du unterschätzt hast, aber. Kein Geld geflogen einfach so. Genau, man muss echt viel machen. Ich glaube, das sind die Summen. Die ist auch eine Frage, um welche Summen es geht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt nochmal 4.000 Euro braucht, um Farbkorrektur zu machen, oder, ne? Aber wenn man jetzt wirklich als integren Teil des Produktionsbudgets darauf angewiesen ist, ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen wollen. Mhm. Es gibt ja auch Kurzfilmförderungen in Deutschland, wo man auch ran kann. Mhm. Ne? Ja. Es gibt die Sender, für mich war es halt eine super Erfahrung, aber es ist jetzt nicht so, ich sage, ab jetzt immer so. Mhm. Ne? Aber das heißt, du hast das Gefühl gehabt bei deinem Filmprojekt, dass eigentlich, also was war das grundlegende Thema von deinem Film? Es geht um ein Mädchen, die mit ihrem Vater nicht so wirklich zurechtkommt. Also es geht eigentlich ums Erwachsenwerden. Also ist es halt eher Richtung Drama? Ja, es ist ein, ja, ist Coming of Age. Ist so ein, wie so eine Charakterstudie, so ein Psychogramm. Also es ist ein Coming of Age Drama, was ja auch eigentlich undankbar ist so für vielleicht macht das für Auswertung, ne? Ja, so, wenn man den geilsten 10-minütigen Horrorfilm halt gemacht hat, dann hat man, glaube ich, auch nochmal andere Potenziale. Wenn du Zombies, Nazis solche Sachen hast, hast du sowohl bei Crowdfunding als auch ist so gerade, was ich frage, genau, das heißt, macht es natürlich einfacher, wenn du sowas auf die aufs Plakat schreiben kannst oder halt einen Star hast irgendwie, der da rumtingelt und dann dass du halt so auf die Spanne schreiben kannst, macht es natürlich einfacher, heißt aber auch nicht, dass du dafür auch jemand findest, der, weil es gibt ja Leute, die sich sowieso anschauen, die sowieso zum Festival gehen würden und sich anschauen würden. Vielleicht sind das nicht die Hauptzielgruppe von so einer Vermarktung online, weil die sowieso zum Festival gehen, gehen dahin und sind vielleicht filmaffin, Filmemacher oder wie auch immer, die eben aus dem Connecten Grund dorthin gehen. Das heißt, die haben gar keinen Grund, irgendwie zu sagen, ich möchte einfach nur das online sehen, zu Hause auf meiner Couch. Aber es gibt die Leute dann halt eben, die einfach nur gerne solche Filme schauen und sagen, hey, warum zum Festival? Und ich, genau bei deinem Fall wieder, wenn halt so viel, wie viele Leute haben gespendet? Also als Zahl jetzt ungefähr? Ich glaube 120 oder so. Mhm. So, und wenn diese 120 Leute, ich meine, wenn die eine Möglichkeit hätten, von den 120 Leuten wären wahrscheinlich die wenigen, ich weiß nicht wie viel, aber wie viele Leute haben wirklich, werden es schaffen, den Film auf irgendeinem Festival zu sehen? Nee. Ja, nee. Und da finde ich halt auch denen gegenüber die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, hier, du hast eine Seite ne, und das kostet halt so und so viel Euro und kannst dir dann da anschauen halt. Ne? Und kannst ja auch da überlegen, okay, jemand, der irgendwie so und so viel bezahlt hat, ist blöd, wenn man jetzt auch mal nach Geld fragt, dann kriegt das halt umsonst, aber die anderen zahlen halt das und das, um den Film zu schauen. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie eine gute Herangehensweise, danach nochmal einen Film weiter zu verwenden halt. Mhm. Ne? Bei mir war es auch wirklich denn einfach über Facebook und gewisse Plattformen dann die effektiven Nachfragen oder auf YouTube unter dem Trailer, dass dann Leute einfach gefragt haben, wo kann ich den Film sehen? Ja, gar nicht, weil gerade in diesem Fall hatte ich halt so ein bisschen, du warst bedeutend exzessiver, aber prinzipiell konnte ich sehr nachvollziehen. Ich habe es ja gesagt, wir liefen in Italien auf dem Festival und da haben wir was gewonnen und war so, okay, jetzt kümmere ich mich nicht mehr drum, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Schade drum, aber von daher kann ich den nachvollziehen, aber deswegen, da kam das bei mir dann wirklich her, dass dann immer mehr irgendwie Leute geschrieben haben, wo kann ich den sehen, interessanter Trailer, interessante Thematik. Wie geht das? Und bei euch wäre, ich weiß nicht, habt ihr Heike Mackert schön präsent vom Gesicht her auf dem Poster oder den kleinen Jungen? Wir haben den Jungen auf dem Poster. Oh. Auch mit Absicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe es. Jetzt kommt die Marketing. Ich verstehe es. Ja. Marketingtechnisch könnte man überlegen, ob man ein alternatives Poster für Prime oder so mit Heike Mackert macht. Ja, könnte man natürlich überlegen. Würde man sich, wenn ich den Film sehen würde mit offenen Heike Mackert-Poster, würde ich mich hinterher fragen, warum eigentlich? Weil sie ist ja nun jetzt mehr am Rande. Ja. Also sie ist zwar eine wichtige Figur, aber es geht nicht um sie jetzt direkt. Mhm. Aber klar, müsste man natürlich drüber nachdenken, inwiefern man dann kommerzieller denkt. Ich kann das sowieso nicht alleine entscheiden, möchte ich auch gar nicht. Aber das, klar, müsste man dann, wenn man sich dafür entscheidet, das im Anschluss zu machen, müsste man natürlich sehr genau nochmal drüber nachdenken, wie mache ich das? Genauso wie man ja im Idealfall, und so machen wir das, so wir denn können, auch bei jeder Festivaleinreichung auch darüber nachdenkt,
wie schreibe ich da jetzt in das Anschreiben nochmal irgendwas Spezielles rein oder lasse ich es bleiben oder kriegen die den Film jetzt einfach und sollen sich freuen, dass sie sagen. Genauso würde man natürlich bei so einem Werkzeug auch nochmal gucken, naja gut, kann ich jetzt irgendwas machen, kann ich irgendwie durch ein anderes Poster oder durch mehr Poster oder durch einen dritten Trailer oder was auch immer. Bei 7 Minuten wird es schwierig. Drei Trailer, drei noch, Trailer. Teaser davor, noch ein Teaser davor. Und, Genau, aber klar, da müsste man natürlich schon sehr, sehr deutlich auch drüber nachdenken, was macht man, damit es auch einen Sinn hat. Weil auch, weiß jetzt nicht, ob das dann nochmal extra was kostet oder was, aber selbst wenn nicht, sind wir schon geneigt, natürlich auch zu überlegen, investiere ich jetzt 1-2 Tage in dieses Formular? Und dann ist es mir eigentlich egal. Also als ich vorhin sagte, man kann sich dann überlegen, wie viel man da reinsteckt, so ganz stimmt es natürlich nicht, weil man ja irgendwie auch was davon haben will. Aber man kann es halt zumindest ganz gut steuern. Und man sollte es auch dann steuern, finde ich. Und messen. Ne? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Dass du es messen kannst, was wirklich passiert und wie viele Leute es schauen, was du gemacht hast dafür und was dann passiert ist. Also ich glaube, Und wenn du es einmal ausgefüllt hast, ähnlich wie bei Without a Box und Film Freeway, kannst du rein theoretisch bedeutend schneller natürlich den nächsten Film hochladen. Das heißt, gerade bei euch als Produktionsfirma macht das vielleicht mehr Sinn. Macht das zumindest auf jeden Fall Sinn, sich damit intensiv zu beschäftigen. Ja. So, dann würde ich einfach mal kurz langsam das Ganze so wrap it up, ne? Das Ganze zusammenfassen. Oder vielleicht ihr, wenn ihr Lust habt, vielleicht haben wir heute gelernt? Ich habe einfach, genau, He-Man, was haben wir heute gelernt? Nee, einfach nochmal, was kann man machen? Also was finde ich mal ganz gut so als letzten Dings da. Also was haben wir daraus genommen? Also auf jeden Fall ist die Möglichkeit da. Es gibt Plattformen, wo man halt seinen Film nach der Festivalauswertung immer noch zeigen kann und vielleicht sogar kommerziell zeigen kann, was dem Ganzen halt einen professionellen Blick drauf wirft, auf das ganze Projekt, weil wenn man das einmal bei YouTube hochschmeißt, wie wir gerade hatten, ist es halt einfach nur wie ein Video von allen halt. Mhm. Und auch YouTube ist auch einfach nicht die Plattform dafür. Es gibt halt verschiedene Plattformen, die man angehen kann. Also eben nicht nur Amazon Prime, ne? Welche hast du genannt? Du hast ja ein paar VHX. Neo, oder VHX-TV, genau. Vimeo hat ja auch so ein. Aber ich glaube, die gehören ja zu VHX zusammen, ne? Also VHX gehört zu Vimeo. Egal. Wirklich? Auf jeden Fall ist ganz wichtig, zeigt eure Filme. Genau, Leute. Ja. Ich glaube, ja, das ist ein gutes. Guckt das auch nach den Festivals, die Leute die Möglichkeit haben, irgendwie an euren Film zu kommen, weil man weiß nie, warum das am Ende vielleicht mal gut war. Und der 5 Jahre alte Film ist nicht so geil wie das, was du jetzt machst, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, halt diese Antwort aus dem Publikum zu kriegen. Auch aus dem Publikum, wie du sagst, das nicht filmaffin ist, sondern einfach von Leuten, die halt einfach gerne einen Film schauen und dann einfach merken, ach, okay, der war doch ganz cool oder ach, das hat mir hier nicht gefallen oder wie auch immer. Weil nicht nur für die machen, wir machen es für uns, aber auch gleichzeitig auch wollen wir, dass die Leute das sehen. Und ich glaube, das gilt für einen Kurzfilm, genau wie für einen Langfilm. Wie du gerade sagtest, zeigt eure Filme, glaube ich, ganz gut. Genau, dann würde ich das Ganze mal jetzt beenden und bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr da wart. Ich bedanke mich auch bei der Technik, ne? Matthias Steiert und Daniel Hettinger, dass es auch irgendwie trotzdem noch geklappt hat. Und auch noch an dich, Svenja, dass wir das hier machen durften. Ne? Und ja, dann würde ich das Ganze schließen und danke fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn alle die live waren. Und hört auch bei den nächsten Podcasts rein. Guckt bei iTunes. Da gibt es den Podcast auch nochmal zu abonnieren. Und ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen. ciao.